bin letztes Jahr angesprochen worden von einer Fahrschülerin, ob wir nicht mal könnte das Video machen über den doppelspurigen Kreisel. Und genau um den kümmern wir uns heute. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Falls auch ihr übrigens Vorschläge habt, was wir demnächst für ein Video drehen können, könnt das gerne unten in den Kommentaren vermerken. Wenn ihr beim doppelspurigen Kreisel Bescheid wisst über die Theorie, dann ist das bereits die halbe Miete. Und zwar fahren wir bis um mit 180 Grad, also bis um mit Grad aus, auf der äußeren Spur. Das ist meistens die erste und die zweite Ausfahrt. Alles, was mehr als Grad ausgeht, also mehr als 180 Grad, nehmen wir die innere Spur. Die dritte, die vierte oder da ein Wendemanöver würden wir ebenfalls auf der inneren Spur nehmen. Schaut, dass ihr von der linken Spur nur in die innere Spur fahrt und von der rechten Spur nur die äußere Spur benutzt. Nicht, dass ihr hier anfängt zu schneiden, von der linken Spur einfach in die äußere Spur würdet fahren, weil das erwartet jetzt so der Rote nie. Dann das Prinzip bleibt sich gleich, auch wenn nur eine Spur an doppelspurigen Kreisel führt. Das gibt es nämlich auch. Machen wir gerade das Beispiel. Fahrt von hier an doppelspurigen Kreisel. Der einzige Unterschied, ihr könnt einfach direkt reinfahren in die innere Spur. Zum Beispiel, wenn ihr die dritte Ausfahrt nehmen wollt, dann stechen ihr einfach direkt rein. Oder die vierte, oder auch hier für ein Wendemanöver. Und wenn ihr die äußere Spur nehmen wollt, auch hier einfach direkt reinfahren. In die äußere Spur. Ihr müsst also nicht so früh entscheiden, welche Ausfahrt ihr nehmen wollt. Was ja immer wieder gefragt wird, ist, was man dann machen kann, wenn einer auf der äußeren Spur fährt, parallel neben mir, und ich würde gerne den Kreisel verlassen. Machen wir auch hier ein Beispiel dazu. Der Blaue will eigentlich hier rausfahren, die Ausfahrt. Es ist aber der Rote neben ihm. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren in der inneren Spur nochmal eine Runde rundherum und fahren nachher hier raus. Oder wir verlangsamen jetzt in dem Moment, verlangsamen, lassen den Rote fahren und fahren nach ihm hier raus. Schaut, dass ihr auch das könnt vermeiden könnt, dass ihr nie parallel auf der äußeren Spur neben das Fahrzeug anfahrt, sondern dass ihr immer, wenn ihr jetzt hier die zweite Ausfahrt nehmen wollt, dass ihr immer versetzt fahrt zu ihm, dass er jederzeit den Kreisel verlassen kann. Und das könnt ihr machen, indem ihr einfach die Geschwindigkeit anpasst, wenn ihr in den Kreisel reinfahrt, schaut, ob jemand in der inneren Spur ist. Und wenn ja, dünnt eure Geschwindigkeit so anpassen, dass ihr eben, wie gesagt, versetzt könnt anfahren zu ihm. Jetzt werden wir das gerade umsetzen, was wir vorhin in der Theorie angeschaut haben. Der Experte kann euch auf verschiedene Arten Bescheid geben, in welche Richtung ihr gerne fahren würdet. Entweder sagt er euch direkt, nehmt sie die erste, die zweite oder die dritte oder die vierte Ausfahrt. Also kann euch über die Ausfahrten sagen, wo ihr hin wollt. Oder, wenn er gar nichts sagen würde, dann würde er einfach geradeaus fahren. Das ist meistens die zweite Ausfahrt. Was am häufigsten vorkommt, ist, dass er über den Vorweg Bescheid gibt, wie es vorne auf der rechten Seite reinkommt. Dass er einfach sagt, fahrt Sie Richtung Autobahn. Jetzt sehen wir hier auf dem Vorwegweiser Autobahn wäre die dritte Ausfahrt. Und dann wissen wir schon mal, welche Spur das wir nehmen müssen. Nämlich die innere Spur vom doppelspurigen Kreisel. Und weil jetzt hier zwei Spuren dran führen, nehmen wir die linke Spur. Fangen wir frühzeitig an mit der Beobachtung. Und mit der Geschwindigkeitsreduktion, ich schaue jetzt vorne, ich schaue links, schaue da vorne, schaue da links, jetzt kommt noch ein Mercedes da, der Kastenwagen, und dann habe ich meine Lücke.
Dann sitze ich den Blinker auf dieser Höhe, schaue hier gut in den toten Winkel, um zu sehen, ob auch die Spur auf der rechten Seite wirklich frei ist. Schaut lieber ein zweites Mal in den toten Winkel auf die rechte Seite, damit wir wirklich sicher sind. Dann für die, die mit dem geschalteten Auto unterwegs sind, Kreisel, bevor wir in der Regel im zweiten Gang. Ausser ihr müsst anhalten vor dem Kreisel, weil ihr keine Lücke habt. Oder ihr müsst so stark verlangsamen, dass einfach der zweite Gang nicht mehr nach mag. Jetzt möchte ich weiter vorne die zweite Ausfahrt nehmen beim Kreisel. Dementsprechend gehe ich auf die rechte Spur, weil ich muss ja die äußere Spur nehmen. Du auch wieder anfangen mit der Beobachtung, links führen, links führen. Blinker hier sitzen, toten Winkel schauen, also den Seitenblick machen und dann kann ich rausfahren. Das mit dem toten Winkelblick ist eigentlich überall das gleiche, bei der zweiten, dritten oder auch vierten Ausfahrt. Ausser bei der ersten, da schauen wir nämlich jetzt schon Innenspiegel, Aussenspiegel, Seitenblick, setzen jetzt nämlich auch schon den Blinker, dass die anderen frühzeitig wissen, was wir da vorhaben. Schaut, dass ihr nicht zu schnell auf die Kreisel zufahrt, dass ihr euch eben genug Zeit lönt, um wirklich zu beobachten, haben wir eine Lücke oder haben wir keine. Gerade beim doppelspurigen Kreisel ist es ja doppelt schwierig, weil ihr habt gerade zwei Spuren, die ihr müsst beobachten und wo beide auch frei sein müssen. Jetzt werden wir nochmal die dritte Ausfahrt nehmen, also Richtung Duggenwangen. Da sehen wir wieder auf der rechten Seite dann den Vorwegweiser. Es ist die dritte Ausfahrt, also muss ich in die innere Spur gehen. Hat jetzt nur eine Spur auf den Kreisel zu, also kann ich direkt von da aus in die innere Spur fahren. Ich schaue nochmal gut links, ob niemand kommt. Dann Blinker wieder setzen, gut schauen, ein zweites Mal Seitenblick machen. Und das Ziel wäre beim Kreisel fahren, dass ihr eure Geschwindigkeit vor dem Kreisel so gestaltet tut, dass ihr möglichst immer in Bewegung bleiben könnt. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr in Zukunft nichts möchtet verpassen, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Bis dahin, habt euch Sorge und fahrt vorsichtig.